Hallöchen, meine Pflanzenfreunde, und heute spielen wir weiter mit Pflanzen gegen Zombies. Kurz vorab nochmal gesagt, diese Folge ist etwas kürzer. Ich habe die letzte Folge etwas überzogen und da dachte ich mir, ich mache diese Folge etwas kürzer. Und falls ich mich etwas anders anhöre, liegt daran, dass ich umgezogen bin und der Raum noch nicht komplett voll ist. Also eigentlich schon, aber ihr wisst, was ich meine. Also nicht wundern, falls ich mich ein klein wenig anders anhöre. Von der Qualität her oder was auch immer. Aber ja, ich will nicht lange rumreden und heißen Brei. Wir fangen an mit Vasenbrecher bei den Rätseln. Die fangen wir jetzt an. Und der Dave. Das ist das Vasenbrecher-Spiel. Manche Level sind ziemlich schwierig. Viel Glück. Okay. Das kennen wir ja schon. Aber Bam. Ah, nice. Bam. Das ist auch ganz nice. Zack, was ist hier? Das ist auch ganz nice. Ja, da wird schon down gehen. Den spare ich mir auf. Obwohl, ich glaube, ich packe mir den vielleicht wie hier hin. Und den vielleicht auch. Den hätte ich da jetzt hinpacken können. Oh Gott. Hau ab. Okay. Ich bin etwas schnell in diesem Modus, aber keine Ahnung. Ich spiele den Modus halt einfach schnell. Keine Ahnung. So, okay. Aha, ja, komm mal einfach alle frei hier. Hier machen wir noch einen Hintergrund. Ups, sorry Leute, ich habe ganz kurz gemerkt, dass irgendwas mit der Audio nicht gestimmt hat, dass mein Audio etwas räumiger war und das von Pflanzen gegen Zombies lauter war als je zuvor. Und das soll natürlich nicht so sein. Also ja, diese Folge, ich werde nur sagen, dass diese Folge sich anders anhören kann als die anderen. Einfach weil ich noch nicht ganz fertig bin mit den Einstellungen und was weiß ich. Das kann sein, dass die nächsten Folgen auch zu sich anhören, aber immerhin, so schön ist es auch wieder nicht. Oh, okay. Ich habe wirklich das Gefühl, dass es zu laut ist. Jetzt ist es angenehmer. Und jetzt höre ich keine Sounds mehr, jetzt höre ich nur noch die Musik. Ich höre gerade wirklich nur die Musik. Ah, jetzt, okay. Hä? Ja, dann machen wir das aber gleich. Das macht dann mehr Sinn. So. Aber ja, ich werde auf jeden Fall nach der Folge mal gucken, ob ich da vielleicht mich was ändern kann oder so. Ich hoffe, es stört einfach nicht. Das will ich sagen, dass das nicht stören soll. Ja, komm, mach halt schneller. Soll ja ganz schnell hier hin und dann pfiou, bam. Bitte, ich will die Folge jetzt nicht lange machen, okay? Aber wir spielen jetzt hier die Vasenbrecher anscheinend als erstes. Ich schätze mal, es ist ja auch eins der Minispiele, die wir hatten im Story Mode. Ich schätze mal einfach, dass wir jetzt Vasenbrecher in mehreren, in vielen, vielen weiteren Schwierigkeiten bekommen. Ich schätze es jetzt mal nicht, dass wir. Das hier alles Vasenbrecher ist. Ich schätze einfach diese Reihe ist Vasenbrecher. Das ist ein eigenes Minispiel. Das ist ein eigenes Minispiel. Das hier. Aber wir werden es dann noch sehen. Ups. Ja, egal. Zwei links, zwei rechts. Alles klar. So. Yo, das können wir gebrauchen, schätze ich mal. Hey. Scheiße. Wo der schafft, der schafft's. Ja, komm! Stirb bitte, bitte, bitte. Ich mag die Dinger, die pack ich hier hin. Nein, bitte auf. Biegt die Höhen, sie 11. Nein? Nein! Wow, war das knapp, habt ihr das gesehen? Ja, da muss ja mal erstmal essen. Oh nein! Oh doch, 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 das ist gut. Okay. Hier müssen wir mal schießen, glaube ich. Den packen wir da hinten hin. Den packen wir hier hin, glaube ich. Den Rest brauchen wir noch frei, warum nicht? Zack, zack. Und wo brauchen wir noch was? Hier vielleicht. Ja. Also bis jetzt haben wir den Modus sehr einfach, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe jetzt nicht so viele Probleme, ja. Gut, ich habe Probleme zu entscheiden, wo ich was hin platzieren will. Aber ich glaube, dass. Ich weiß nicht, ob ich da alleine bin oder nicht. Ich habe das Gefühl, da bin ich nicht alleine. Wie auch immer. Der sollte jetzt am besten so schnell wie möglich sterben, damit wir weitermachen können. Denn für die Rätsel werde ich nicht so viele Folgen beanspruchen. Wollen, tun, so's, ja. Weil ihr seht ja, ihr habt jetzt schon zwei fertig und wir nehmen vielleicht 5 Minuten oder so auf. Dritte Vase heißt das nächste Level. Das ist doch ein sehr origineller Name.
hier, was haben wir hier? Ach, so einen. Und so. Nein! Ey, hau ab, hau ab, hau ab. Den packen wir irgendwo hier hin. Oh, oh. Okay. Interessant. Der muss sterben, der wird, glaube ich, nicht packen, oder? Ich weiß es nicht. Oh nein. Oh no, lass mich in Ruhe, bitte. Ich feiere den irgendwie trotzdem. Hier, friss. Den packen wir am besten hier irgendwie hin. Und dann machen wir den Rest mal frei. Machen wir mal frei, warum nicht? Soll hier warten, bis der weggeht. So. Wo brauchen wir noch was? Da oben wird nicht abgeschossen, das ist nicht gut. Nee, der wird schon sterben. Ich pack's ja noch mal hin. Ja. Ihr habt auch gesehen, ihr seht ja auch, ich habe sehr viel Geld gefarmt. Ich habe allgemein sehr viel gefarmt und sehr viel schon gekauft. Ich werde auch noch, weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, ich werde auf jeden Fall auch noch eine extra Folge machen für den Zen-Garten. Oder zumindest irgendwo eine, vielleicht eine extra Folge reingucken, ich weiß es nicht. Und, ja, was könnte ich hier noch sagen? Ich werde das auf jeden Fall noch alles zeigen im Spiel. Das habe ich aber schon 10-mal gesagt, das brauche ich nicht nochmal sagen, weil ihr wisst es ja bereits. Verkettung, juhu, weiter geht's. Alright! Ich hab grad nicht verstanden, was abgeht. Oh nein. Hör auf. Nein. Ich glaube sogar auf dem Handy konnte man ja beim Deathscreen auf dieses Gehirn tippen. Also da war so ein Gehirn auf dem Teller und da konnte man so drauf tippen, auch zu Geräusche. War ganz lustig. Oh Gott. Wie kann man nur so viel Pech haben? Ehrlich, Mann. Ihr haut ab, verschwindet von hier! Niemand will euch. Hier meine Pilzarmee. Los, Pilzi. Pilze. Snitze. Komm, ist aber echt so, Alter. Das ist nervig. Haut ab! Ja, friss den. Und du gehst dahin und. Genau das hier soll eben nicht passieren. Ja, das ist. Nein! Du sollst ihn essen! Nein! Jetzt kill ihn doch schnell! Nein! Och, Dom, das ist doch so lame. Ey, ehrlich, Mann. Ja, neu starten. Beeil dich halt. Echt so kackig nervig. So, hau ab. Ihr beiden verreckt bitte. Du auch da unten. Okay, ich mach dir sogar den Weg nicht oben. Ja, Mann! Oh, das, ich wollte ihn da gar nicht hinpacken. Geil. Brainsach. Hui, juhu. Warum geht's jetzt auf einmal so easy? Ich check das nicht. Ja, komm, jetzt verreck schneller, bitte. Jetzt dürfen wir ehrlich warten, bis der dahin geht. Na, dann riech ich mal nicht weiter. Ja, worüber können wir reden? Thema Pflanze gegen Zombies. Ich hatte vor, vielleicht irgendwann nicht direkt nach diesem Let's Play, aber irgendwann in Zukunft vielleicht mal Gartenwürfe 2 zu Let's Playen. Es ist auch geplant, es ist irgendwie spekulatiorisiert, dass Gartenwürfe 3 rauskommen soll. Ich glaube das nicht. Falls ja, dann könnte ich ja anstatt 2, 3 lachen. Ich weiß nicht, ich mag Gartenwürfe eigentlich. Ich habe das so ein wenig getestet und ich finde es bisher ganz cool. Was mache ich eigentlich gerade? Ich habe gerade gemerkt, hier sind noch welche. Oh Mann, bin ich blöd. Oh, bin ich dumm. Ja, das tut mir leid. Das, oh Gott, ich dachte, da wäre nichts. Ah,
Ah, es tut mir wirklich leid, okay. Ich wurde auch gefragt, ob ich vielleicht nicht den zweiten Teil machen könnte, aber ich finde, der zweite Teil ist einfach unendlich. Das ist so ein unendliches Spiel, ja. Und dann würde ich den lieber nicht machen, weil ich habe keinen Bock, unendliche Spiele zu Let's Playen. Also, zumindest sowas nicht, ja. Okay, machen wir noch. M steht für Metall. Yo, warum nicht? Oh, leck mich doch an meinem, ja, lassen wir das lieber, aber trotzdem leckem Mio, ey. Ich kann dieses Geräusch gar nicht mehr hören. Und jetzt bin ich sauer, ey. Ja, es ist die Spawns. Und da unten. Du auch. Du verreckst. Dich schützen wir. Und dann noch der hier. Nein, was? Mike, wach auf. Es ist Spielzeit. Aufwachen. Ich komme mir gerade vor, als wäre ich am Schlafen, ey. Was ist los mit mir? Ehrlich, Mann. Was ist los? Was ist los, Bro? Alles okay? Kannst du mit mir reden? Was ist los, Mike? Das kann ich mit mir nicht. Ich tue dir nicht. Ehrlich nicht. Hey, no joke. Was ist mit mir los heute, ey? Gosh. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh! Ah! Verreck. Du verreckst. Dich schützen wir. Und dich schützen wir auch. Und hier nehmen wir dann mal den Rest und mach einfach alles frei. Warum nicht? Und dann hier noch und hier noch, damit die schnell sterben, und der Rest passt eigentlich. Und das können wir noch schützen, und das war's. Yay! So einfach könnte es gehen, wenn ich mal wach wäre. Meine Güte, aber seht's, die Rätsel sind wirklich kurz. Und das Let's Play endet auch bald. Wir sind bald bei 30 Folgen. Nach ein paar Folgen sind wir bei 30 Folgen. Weiß nicht, ob wir dann schon fertig sind. Aber ihr wisst ja, ihr habt ja gesehen, hier bei Überleben ist es hier nicht sofort zu Ende. Es gibt hier noch mehrere, aber das wie lernen reden, du dummer Hund. Wie ich bereits sagte, werden wir das Ganze in einem Livestream beenden. Und dann werde ich dann auch eine nächste Folge machen, wo ich dann irgendwann den Abenteuermodus nochmal durchgespielt habe. Das wird ein Spaß. So, als nächstes haben wir Scary Potter. Ich frage mich, was das für ein Name sein soll. Hab ich noch nie gehört. So, erstmal hier schützen. Was dumm war, merke ich gerade. Oh Mann. Ja, mal ab, du. Ja, super. Super. Ich kann eigentlich direkt schon von vorne anfangen. Oh mein Gott, was ist mit mir? Ich kenne gar nichts. Aber auch wirklich gar nicht. Ja, packen wir die hier überall hin. Vielleicht ist es auch einfach klüger, erstmal die hinteren zu machen, ne? Das ist vielleicht auch klüger, so. Ja. Packen wir hier noch so einen hin. Ja, passt doch. Jetzt geht's! Klar, natürlich, ja, zack, zack. Oh nein. Nein! Nein, hör auf. Oh Gott, was passiert denn hier? Was passiert denn hier, ey? Guck die Städte an! Warum rennt ich immer so? Was ist los mit mir? Aber guckt euch den mal an, ja. Der wird richtig genommen, Alter. Der Arme. Und ich hab nur die hier. Ja gut, der natürlich auch noch, aber... Der hat keine Feuerbälle. Der hat nur hier in die Richtung Feuerbälle, leider. Alter, schaffen wir das überhaupt? Okay, doch einer von denen ist down. Es sind noch zwei. Oh mein Gott. Okay. Es sind aber wirklich nur noch zwei. Ich hab Angst vor dem Football-Chucky da.
Der ist gefährlich. Der ist wirklich gefährlich. Der könnte mich jetzt echt killen, wa? Bitte nicht. Nein! Nein! Ach komm, ey, das ist Asimov! Was ist das für ein Müll? Was ist das für ein Rotz, Alter? Was ist das für ein Rotz? Ach komm! Ich raste hier aus! Nein! Hört doch auf! Ohne Witz, hört mal jetzt auf der Kacke. Das gibt's doch nicht. Was mache ich denn hier überhaupt? Ich bin aber auch teilweise selbst schuld, muss ich sagen. Also ehrlich, den spare ich mir auf. Den brauche ich bestimmt noch. Zum Beispiel für den. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich habe schon wieder verkackt, oder? Ja, natürlich habe ich. Da unten, da unten, da unten, da unten, da unten. Da oben, da oben. Pflanze, Pflanze, nein, nicht die Pflanze. Ja. Ich hasse den Modus, okay? Ich kriege wieder nur Schrott. Ich kriege wieder nur den größten Schrott der Welt. Ich pack jetzt einfach mal dahin. So, hier alle frei, alle hier frei. Komm, hot ab. Das ist nicht dein Scheiß. Das ist doch nicht dein verdammt Ernst. Kill den. Please. Hier hinten. Packen wir hier noch so einen hin. Den machen wir. Ja, 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 ja. Juhu. Und am besten kriege ich noch einen hin. Und dann ist da noch ein Lappen. Was haben wir hin? Ach so, so ein. Ja, natürlich. War ja noch nicht schwer genug. Das können wir noch finden. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Ja, aber jetzt haben wir es. Und ich glaube, dann war es. Ja, komm, ich höre jetzt auch mit der Folge. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Blödsinn. Außerdem will ich auf jeden Fall noch schauen, dass mein Mikro bis zur nächsten Folge dann auch wieder ganz ähnlich ist wie vorher. Yeah, keine Ahnung, was ich laber. Auf jeden Fall, falls es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Wir machen dann beim nächsten Mal weiter mit Hokus Pokus und den drei letzten Level von Vasenbrecher. Und fangen dann an mit ein Zombie. Und ich liebe ein Zombie. Und warum, das werdet ihr dann beim nächsten Mal sehen. Haut rein, Leute. Schönen Tag noch. Und tschüss, Leute.